Heute erkläre ich dir 5 Gründe, warum dein Mix nicht gut klingt. Spoilerwarnung, wahrscheinlich liegt es nicht am Abmischen. Hallo, ich bin Martin und falls du neu hier bist, auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ich denke, wir alle waren da schon mal durch. Wir haben einen Song geschrieben, den Text geschrieben, den Song aufgenommen, selber performt, selber abgemischt, vielleicht sogar noch selber gemastert. Und dann vergleichen wir unseren Song mit einer professionellen Radioproduktion und er fällt einfach nur in sich zusammen und klingt viel schlechter. Die meisten machen dann 2 Sachen dafür verantwortlich, warum das so ist. Punkt Nummer 1 ist, sie sagen, ich muss besser beim Abmischen werden. Mein Mix ist einfach mies, er klingt nicht gut. Und Punkt 2 ist, wenn ich nur bessere Plugins kaufe, wenn ich hochwertigere Plugins kaufe, dann werden meine Musikproduktionen professioneller klingen. Ich denke, bei Punkt 2 sind wir uns einig. Die meisten haben inzwischen begriffen, dass ihre Produktion nicht automatisch besser werden, nur weil sie sich teure Plugins kaufen. Wesentlich interessanter ist Punkt Nummer 1. Und ich finde es spannend, dass es, wenn ein Song nicht gut klingt, ich sage jetzt mit Absicht Song, wenn ein Song nicht gut klingt, wird es meistens immer nur auf das Mixing geschoben, also auf das Abmischen. Was dabei oft übersehen wird, ist, dass zum Songwriting oder zum Songproduzieren viel, viel mehr Schritte gehören als nur das Abmischen. Du musst den Song erstmal schreiben, du musst einen Text schreiben, brauchst eine Melodie, Chord Progressions, Künstler, die es einspielen, du musst den aufnehmen und so weiter. Und das Abmischen dieses Songs gehört dazu, es ist ein Schritt, aber vom Gesamtzeitvolumen bei einer Songproduktion sind das maximal 10-15%. Das heißt, es gibt noch viele andere Arbeitsschritte, wo Fehler gemacht werden können. Ich zeige dir jetzt 5 davon auf. Und wir fangen gleich an mit Grund Nummer 1, warum dein Song schlecht klingen könnte. Und darüber wird auf YouTube fast überhaupt nicht gesprochen. Und das ist ein schlecht ausgearbeitetes Arrangement. Ja? Und Arrangement verstehe ich die Instrumentierung des Songs, der Ablauf des Songs, welche Elemente wann spielen und so weiter. Und ein schlecht ausgearbeitetes Arrangement erkennst du wiederum an 3 Punkten. Punkt Nummer 1 ist keine oder wenig Dynamik. Das bedeutet, der Song oder alle Songparts klingen in ungefähr gleich laut. In jedem Vers spielen immer die gleichen Instrumente. In jedem Refrain spielen immer die gleichen Instrumente. Der Groove bleibt den ganzen Song über gleich. Der Sänger singt den ganzen Song über relativ gleich. Es gibt keine Höhen, es gibt keine Tiefen, es gibt keine Steigerung, es gibt nichts. Okay, du verstehst, was ich meine. Also wenn ein Song keine Dynamik hat, wenn er immer nur so vor sich hin plätschert, wenn die Instrumentierung sich überhaupt nicht abwechselt und immer alles gleich bleibt, dann klingt der Song natürlich auch nicht gut. Und das hat jetzt ist schon der erste Punkt, wo mit Mixing überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, du musst beim Arrangement darauf achten, und das gehört jetzt ein bisschen zum Songwriting, dass dein Song einen Spannungsbogen hat, der den Zuhörer bei der Stange hält. Das heißt, leises Intro, ein Vers, der erste Chorus, der zweite Vers einfach anders instrumentiert und so weiter. Also, das wäre Punkt Nummer 1 von einem schlechten Arrangement, ein Arrangement, das keine Dynamik hat. Punkt Nummer 2, dein Arrangement ist völlig überladen. Das ist gerade ein Problem oder insbesondere ein Problem in der modernen Musikproduktion. Du kannst heute im Homestudio Projekte mit 1000 Spuren anlegen. Du hast unzählige Sample-Libraries, durch die dich klicken kannst. Du hast unzählige virtuelle Instrumente, Sounds ohne Ende. Und da neigen viele dazu, ihre Arrangements komplett zu überladen. Sie bauen viel zu viele Elemente ein, viel zu viele Instrumente, viel zu viel Gefrickel und haben dann teilweise auch in der Home-Recording-Produktion 60, 70, 80, 90 oder über 100 Spuren. Bei solchen überladenen Arrangements entstehen vor allem 2 Probleme. Problem Nummer 1 ist, das Abmischen wird wesentlich anspruchsvoller. Ja? So einen Song abzumischen mit 120 Spuren ist nicht einfach. Bis du dich erstmal zurechtfindest, was wo passiert, brauchst du sehr, sehr viel Zeit und du musst beim Mischen auch wirklich gucken, wo hat jedes Element seinen Platz. Das ist also Punkt Nummer 1. Es wird wirklich wesentlich schwieriger, bei so einem überladenen Instrument abzumischen, wesentlich anspruchsvoller. Punkt 2 ist, du überforderst höchstwahrscheinlich mit so einem überladenen Arrangement deinen Zuhörer komplett. Ja? Zuhörer konzentrieren sich hauptsächlich auf die Stimme, die die Story von dem Song erzählt. Und wenn du jetzt, wenn der Sänger oder die Sängerin hier singt und die Geschichte erzählen möchte und du hast hier ein Gefrickel und da ein Gefrickel und dann ist noch ein Arpeggiator und da ist noch ein Synthi-Bass und da hast du noch Percussion und noch ein Groove und dann nochmal 3 gedoppelte Gitarren dazu, vielleicht noch eine Oboe irgendwie ganz oben, dann weiß der Zuhörer überhaupt nicht mehr, auf was er sich konzentrieren soll. Es geht ihm auf die Nerven und er kann der Sängerin oder dem Sänger, der ihm die Geschichte von dem Song erzählt, überhaupt nicht mehr zuhören und es ermüdet ihn. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine Arrangements nicht überlädst. Kleiner Bonustipp hier, ein Top-Produzent, ich glaube es war Max Martin, dieser schwedische Top-Produzent, hat mal gesagt, pro Songpart sollten nicht mehr als 5 Elemente spielen.
Ich wiederhole es mal, pro Songpart sollten nicht mehr als 5 Elemente spielen, gleichzeitig. Ja? Jetzt haben wir Schlagzeug als ein Element und nicht die ganzen Einzelinstrumente davon und Backing-Vocals als ein Element. Und da lade ich dich jetzt mal zu einer Challenge ein. Mach mal ein Projekt von dir auf, schau mal die einzelnen Songparts an und dann zähl mal nach, wie viele Elemente da spielen. Und dann schreib es mir in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Wie viele Elemente spielen bei dir gleichzeitig in deinem aktuellen Projekt, im Vers und im Chorus? Interessiert mich wirklich sehr. Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 3 bei Arrangement-Fehlern. Und das ist, dass zu viele Instrumente sich im gleichen Frequenzspektrum bewegen. Es hängt so ein bisschen mit Punkt Nummer 2 zusammen, aber ist trotzdem ein bisschen was anderes. Wenn du also so arrangierst, dass zum Beispiel das Piano und die Akustikgitarre oder von mir aus die gedoppelten Akustikgitarren, dass die sich in der gleichen Range bewegen, also im gleichen Frequenzbereich, in der gleichen Akkordlage. Und dann hast du vielleicht noch einen Bläsersatz, der sich auch da bewegt. Und dann hast du vielleicht noch eine Sängerin oder einen Sänger, die auch in diesem Frequenzbereich ist. Dann wird das Ganze in einem Frequenzbereich, sagen wir mal, was weiß ich, 700 Hertz, komplett überladen, weil alle Instrumente sich da bewegen. Und auch in diesem Fall wird es mit dem Abmischen wieder schwierig, weil jetzt muss der arme Mischer da sitzen und sagen, okay, die bewegen sich alle bei um die 700 Hertz, wie friemel ich die jetzt auseinander? Ja, insbesondere wenn dann in den, oder wenn solche Instrumente dann in anderen Frequenzbereichen gar nichts mehr zu bieten haben, dann wird das Ganze sehr monoton und wirklich extrem schwierig bis unmöglich für einen Mischer, da einen ordentlichen, transparenten Mix oder ausgeglichenen Mix zu bekommen. Deswegen kannst du beim Arrangieren schon drauf achten, oder es ist wichtig beim Arrangieren schon drauf zu achten, dass zum Beispiel, wenn ein Piano und eine Gitarre das gleiche spielen, das gleiche Pattern oder die gleiche Melodie, dann kannst du zum Beispiel das Piano und diese Melodie eine Oktave höher spielen lassen oder eine Oktave tiefer. Verschiedene Akkordlagen, du kannst Akkordumkehrungen ausprobieren, um einfach zu sehen, okay, kann ich hier ein bisschen Platz im Frequenzspektrum freiräumen, dass diese beiden Instrumente sich jetzt nicht in die Quere kommen und dass die nicht genau sich im gleichen Frequenzspektrum bewegen. Auch das gehört zum Arrangement und da gehört so ein bisschen Songwriting und Arrangement-Know-how dazu und eben auch ein bisschen Mixing-Know-how. Das heißt, man muss das Ganze so ein bisschen ganzheitlich sehen. Damit kommen wir zu Grund Nummer 2 und das ist zu viel Höhenanteil oder zu viel Frequenzanteil in den Tiefmitten. Ja, hängt auch ein bisschen mit der Arrangement-Sache zusammen, ist jetzt eher eine Mixing-Frage. Aber ich weiß einfach, weil ich in den letzten 2 Jahren bestimmt über 100 Mixing-Feedbacks gegeben habe, dass mir das oft auffällt. Also eine starke Anhebung, sei es im gesamten Mix oder auch auf Einzelspuren, speziell auf Vocals, im Höhenbereich, Präsenz-Höhenbereich, gerade so um die 6 bis 8 Kilohertz wird sehr, sehr gerne angehoben. Und das hat auch einen Grund, wird auch oft erklärt, habe ich auch schon so erklärt in YouTube-Tutorials. Das kann dazu beitragen, dass dein Mix so ein bisschen professioneller klingt, wenn er sehr höhenlastig, sehr crispy ist. Und das klingt auf den ersten Blick zunächst mal, wenn du sowas machst, wenn du so einen Mix anhebst bei 8K zum Beispiel, einen kompletten Mix, oder kannst du auch mal nur bei den Vocals machen, dann hast du dieses luftige, fluffige, die ganze Sache kommt ein Stückchen weiter nach vorne. Und das übertreiben aber die meisten Amateurmischer oder die noch nicht so lange, die übertreiben das dabei sehr gerne, weil es im ersten Moment einfach gut klingt, aber auf die lange Sicht klingt so eine Überbetonung in diesen hohen Frequenzen sehr ermüdend auf die Ohren und auch kreischend und nervig für den Zuhörer. Und damit kommen wir zu Grund Nummer 3, warum dein Song nicht professionell klingen könnte, und das ist schlechte Aufnahmequalität oder schlechte Performance. Hier kann ich dir nur sagen, wenn es ums Aufnehmen geht, dass die meisten den Fokus viel zu sehr auf teure oder hochwertige Mikrofone legen und viel zu wenig auf die Aufnahmeumgebung, das heißt auf die akustische Optimierung ihres Raumes. Ich habe jahrelang mit meiner Frau zusammen für den Playback Finder, playbackfinder.de, ja, kannst du die Playbacks runterladen, haben wir jahrelang als Zubrot Backing-Chöre eingesungen. Das haben wir gemacht mit einem Mikrofon von Audio-Technica AT2020, glaube ich, für 99 Euro. Ja? Und das war okay, du brauchst jetzt bei Backing-Vocals vielleicht nicht unbedingt ein 10.000 Euro Großmembran-Kondensator-Mikrofon, sondern das war immer gut. Allerdings hatten wir eine Gesangskabine von Clearsonic, die hat über 1.000 Euro gekostet. Das heißt, wir hatten eine sehr gute Aufnahmeumgebung. Was ich damit sagen will ist, es bringt dir nicht sonderlich viel, wenn du ein teures Mikrofon hast, aber wenn du dem Gewölbekeller einspielst oder aufnimmst, der überhaupt nicht akustisch optimiert ist. Das wird dir nichts bringen, okay? Deswegen, Mikrofone gibt es heute auch schon im
mittleren oder Niedrigpreissektor welche, die ganz ordentlich klingen. Da musst du ein bisschen probieren. Aber wichtig ist eben nicht nur das Mikrofon, sondern auch, dass du deine Aufnahmeumgebung optimierst mit Absorbern, mit Diffusoren, je nachdem, was bei dir und deiner Raumgröße möglich ist. Das ist immer sehr individuell, aber man kann heutzutage auch schon mit kleinem Geld recht viel machen, dass einfach deine Aufnahmeumgebung besser ist. Ebenso wie dir ein teures Mikrofon in schlechter Aufnahmeumgebung nicht weiterhilft, hilft es dir auch nicht weiter, wenn der Performer, der Sänger oder der Musiker einfach schlecht ist. Ja? Es bringt nichts, wenn du einen untalentierten oder ungeübten Künstler, ungeübten Sänger über 10.000 Euro Großmembrankondensator-Mikrofon einsingen lässt und vielleicht noch über eine Manley Voxbox, um das noch zu veredeln, dann hast du eine Signalkette, die kostet dich 15.000 Euro, aber es wird trotzdem nicht gut klingen. Ja? Wenn der Sänger nichts taugt und eine schlechte Performance abliefert, wird es dir nicht bringen. Ja? Wenn du ein Fahranfänger in einem Lamborghini sitzt, wird er auch kein besserer Fahrer dadurch. Ja? Das wird er durch Übung, durch Know-how und so weiter. Grund Nummer 4, und der ist auch sehr, sehr wichtig, und das ist eine schlechte oder unzureichende Vocalproduktion. Das passiert sehr, sehr oft gerade bei modernen Musikproduktionen oder bei Leuten, die versuchen, oder Künstlern oder Producern, die versuchen, sehr moderne Songs nachzumachen. Ja? Bei modernen Songs, ob es jetzt Billie Eilish, Katy Perry, Ariana Grande, was weiß ich, auch Justin Bieber und dieses ganze Zeug, da sind die Vocal-Produktionen richtig, richtig groß. Das heißt, 20 Gesangsspuren und wesentlich mehr sind da keine Besonderheit. Und ich habe es jetzt schon oft erlebt, auch bei meinen Mixing-Feedbacks, es wird versucht, sowas nachzubauen, so einen modernen Pop-Song oder modernen EDM-Song. Und wie vorher schon besprochen, es sind tausende Synthesizer unterwegs und tausende Elemente und hier und da und da. Und für die Hook, für die so wichtige Hook, gerade bei der Popmusik oder bei der EDM-Musik, ist eine Gesangsspur da. Ja, gegen 64 Instrumentalspuren. Das kann nicht gut gehen. Ja. Wenn du so eine Produktion machen willst, wenn du modern klingen willst von der Vocalproduktion her, wenn du fette Upfront in-your-face Vocals willst, dann musst du mit vielen Vocalspuren arbeiten. Das heißt, oftmals werden diese Spuren getrippelt oder sogar noch öfter eingesungen, allein schon die Lead-Vocal-Spur, und dann werden die Backing-Vocals nochmal dazu eingesungen, und das sind oft auch sehr, sehr, sehr viele Spuren, die dann nochmal gedoppelt sind. Ja? Somit kommst du zu einer großen Gesangsproduktion, und das zu mischen ist auch sehr anspruchsvoll, und du musst Know-how haben, um sowas überhaupt machen zu können. Was du auch brauchst, hier noch eine Warnung, wenn du sowas machen bräuchtest, ist natürlich, letzter Punkt haben wir angesprochen, einen sehr, sehr guten Performer. Du brauchst auf jeden Fall einen Sänger oder eine Sängerin, die rhythmisch absolut sicher sind. Ja, die rhythmisch, wenn die 20 Mal das Gleiche singen, müssen die rhythmisch das sauber übereinander singen können. Das heißt, sie brauchen ein sehr, sehr gutes Rhythmusgefühl zum einen. Zum anderen müssen sie im Satzgesang, also im mehrstimmigen Gesang, absolut sicher sein. Natürlich kannst du mit Vocaline und Melodyne, das reimt sich sogar, mit Vocaline und Melodyne kannst du natürlich das alles irgendwie zusammenkriegen und zusammen also verbessern, wenn es irgendwie da Probleme gibt mit der Qualität. Aber ich sag dir, bei 30 Spuren, wenn du die mit Melodyne nachbearbeiten musst, weil der Sänger oder die Sängerin einfach flat ist, das ist kein Spaß. Und in der professionellen Musikproduktion ist Zeit eben auch immer Geld. Übrigens, was bei Vocalproduktion mixingtechnisch auch extrem wichtig ist oder fast das Wichtigste ist, ist die Arbeit mit dem Equalizer. Wenn du darüber mehr lernen möchtest, ich habe dir ein PDF vorbereitet, wie du den EQ für deine Vocals in 5 Schritten perfekt einstellen kannst. Den habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Kannst du dir runterladen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Also, wenn du lernen möchtest, wie du den EQ für deine Vocals perfekt einstellst, im ersten Kommentar Vocalproduktion habe ich das PDF angehängt. Und damit kommen wir zum letzten Grund, zu Grund Nummer 5, und das sind schlechte Texte. Wenn du dich für Texte nicht interessierst, schalte jetzt nicht weg, denn es ist trotzdem wichtig. Wenn dich ein Text nicht interessiert, ja, wenn du eine Top-Produktion gemacht hast, du hast dir richtig Mühe gegeben, wenn das Arrangement passt, du hast sehr gute Künstler, sehr gute Musiker, es passt alles, der Mix ist gut, es wird dir alles nichts bringen, wenn der Text scheiße ist oder uninteressant. Ja, nehmen wir mal an, irgendjemand singt über seinen Hund, der gestorben ist, und dass er darüber traurig ist, dann sagst du dir, okay, ja, das ist traurig, aber ich kenne weder den Hund noch den, der drüber singt. Okay, das wird dich nicht interessieren, egal wie gut die Produktion ist. Deswegen, zum einen, der Text muss sehr, sehr gut sein. Ich weiß, das ist eine Wissenschaft für sich. Wenn dich das interessiert, kann ich vielleicht mal ein Interview mit jemandem machen, der sich damit wirklich auskennt, dann schreib es mir in die Kommentare. Aber beim Text ist wichtig, es muss eine gute, spannende Geschichte sein. Das zweite, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Text
rhythmisch, sauber sich einloggen muss. Ich nenne es mal einloggen zum Gesamtarrangement. Achte mal auf Hits, hör dir mal Hits an, die dir gut gefallen und achte mal darauf, wie der Text groovt zur Band. Du wirst oft feststellen, dass wichtige Wörter zum Beispiel auf den Downbeat kommen, dass wenn eine wichtige Textzeile kommt, dass dann auch irgendwas im Arrangement passiert und so weiter. Deswegen ist ein Text, der gut ist, der den Zuhörer bei der Stange hält und der rhythmisch, wirklich sehr, sehr genau, das ist auch ein rhythmisches Element, ja, wenn der Sänger singt, dass er sich rhythmisch sehr, sehr gut zum Groove einloggt. Was ist deine Meinung? Habe ich jetzt noch einen Grund vergessen oder stimmt das alles gar nicht und es liegt alles tatsächlich nur am Mixen, wenn eine Produktion, wenn ein Song schlecht klingt? Das würde mich interessieren. Darfst du mich auch gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder vielleicht sogar zum Abonnent wirst. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!